Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man beim Hauptquartier out of map kommt und man eine Waffe tragen kann. Für das müsst ihr unten an den Hafen gehen und an die Punkteserie gehen. Da kann man ja hoch in den Turm gehen da. Und da müsst ihr einfach irgendetwas aufmachen da, Vorräte oder auch was auch immer. Und wenn ihr das habt, müsst ihr die Xbox-Taste drücken. Und ganz nach rechts gehen zu Einstellungen. Wenn ihr bei Einstellungen seid, geht ihr links nach Netzwerk und dann Netzwerkeinstellungen. Dann geht ihr einfach auf Offline gehen. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr alles wieder zurück, was man ins Spiel geht. Und da steht da ein Hinweis. Und man darf ja nicht OK drücken. Man muss wieder zurück in die Netzwerkeinstellungen und dann muss man wieder online gehen drücken. Wenn man das hat, muss man wieder ganz normal wieder rausgehen und dann kann man OK drücken. Dann kann man in den Kampf, Xbox Live, da geht es schnell ein bisschen. Jupp, das ladet ein bisschen jetzt. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Like da oder ein Abo, würde mich freuen. Und ja, als nächstes geht ihr zu benutzerdefiniertes Spiel und dann geht ihr auf Modus. Dann müsst ihr den Modus auf Suchen und Zerstören ändern, das ist ganz wichtig. Als nächstes müsst ihr zu den Spielregeln und dann Spielregeln und Rundenlänge geht ihr auf Unendlich, also unbegrenzt. Und dann müsst ihr eins zurück und allgemeine Einstellungen. Dann müsst ihr auf Zuschauer. Und die Zuschauer muss man einstellen, dass es frei ist. Und Beobachterperspektive auch auf frei. Und ja, das war eigentlich schon der ganze Glitch. Und da kann man einfach das Spiel beginnen. Und ja, wie man sieht, man hat eine Waffe und es ist eigentlich ein Spiel, obwohl man im Hauptquartier ist. Ich bin jetzt da alleine, ich hätte noch Bots einstellen können und alles. Aber ja, ich will ja da ein bisschen schauen. Und ja, wie man sieht, die Charaktere sind nicht da, es sind einfach so leblose Körper da. Ich finde das noch cool gemacht irgendwie. Und ja, hier vorne kommt man auch schon aus der Map, also man kommt an vielen Orten raus, aber ja, ich bin da raus. Und ja, jetzt kann man ein bisschen gucken, wie man da rumgeht und könnte noch ein bisschen die Map erforschen. Ich finde das noch cool, wenn man das so machen kann. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video und